Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für Menschliche Medizin. Heute mal wieder mit dem Kollegen Dr. Wiechert, wobei wir beide eigentlich der Meinung waren, dass wir das Thema Covid-19, Corona-Pandemie in den letzten Gesprächen weitgehend verfrühstückt hätten. Aber jetzt aktuell gibt es das Thema der vermehrten Impfdurchbrüche. Und das hat uns dazu veranlasst zu sagen, da sollten wir vielleicht doch nochmal ein paar Takte zu sagen. Willkommen, Herr Kollege Wiechert. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin wieder gern dabei, Herr Professor Spitz. Ja, wie sieht es denn jetzt so aus? Wir sind im Herbst, der Nebel kommt langsam, es wird dunkler die Jahreszeit und die nächste Welle rollt offensichtlich und nicht nur die. Ja, der Herbst ist natürlich die Zeit des Ich habe kein Vitamin D mehr. Das ist ja das Standardthema auf unserem Kanal und das darf auch heute nicht fehlen. Ich denke, damit steigen wir grundsätzlich ein. Seit 15. Oktober sind wir nicht in der Lage, mit der Sonne Vitamin D zu produzieren. Ohne Vitamin D können wir keine T-Zell-Immunität aufbauen. So um die 20 Nanogramm pro Milliliter ist da die Minimaldosis, die wir dafür benötigen. Und es gibt eben in der Sprechstunde, in der Kontrolle immer eine ganze Reihe von Patienten, auch Apotheken machen solche Tests ja auch, die also deutlich niedrigere Werte an Vitamin D als diesen Grenzwert haben, der durchaus höher sein darf. Und das kann natürlich bedeuten, dass wenn ich dann mich vielleicht sogar impfen lasse oder wenn ich auch nur einfach mit dem Schnupfen, mit irgendeinem piepnormalen Schnupfen Kontakt habe. Es gibt ja viele Menschen, die jetzt, nachdem sie im Rahmen der sogenannten 2G-Freiheit ihre Masken haben abnehmen können, in Kontakt zu unseren klassischen Umgebungskrankheitserregern gekommen sind und jetzt mit voller Schniefnase hier ständig durch die Gegend laufen. Und das hängt sicherlich auch an dem Vitamin D. Ja, also dazu möchte ich nochmal sagen, wir können das dann auch ja gleich einblenden. Wir haben ja mehrere Millionen Daten von Vitamin D-Untersuchungen aus den deutschen Labors bekommen. Und da ist es auch 2017, von daher stammen die letzten Daten so, dass etwa 25 Millionen Menschen in Deutschland unterhalb dieser 20 Nanogramm, die Sie eben erwähnt haben, unterhalb dieser 20 Nanogramm liegen. Das heißt, sie sind einfach gefährdet, deswegen, weil sie einen niedrigen Spiegel haben. Und das ist ein Risiko, das kann man wirklich sehr einfach beseitigen. Das sind ja etwa 30% und das betrifft ja alle Altersgruppen. Denn in dieser Zeit ist es ja egal, ob ich vor die Tür gehe oder nicht, es bringt ja diesbezüglich nichts. Jetzt nicht mehr. Deswegen, es hilft nur die Supplementation. Das hat sich immer und immer wieder gezeigt und wer supplementiert, schafft es in kürzester Zeit, einen normalen Spiegel zu bekommen. Und dann haben wir auch selbst die Risikogruppen deutlich besser gestellt, denn im Altenheim hat ja vorher schon niemand im Sommer in die Sonne gekonnt, die sitzen in ihren Zimmern drin. Oder wer im Gefängnis sitzt, das ist mir jetzt neulich aufgegangen, im Gefängnis gibt es selbst vergitterte Fenster, da geht gar nichts. Also Hochrisikogruppen, sie haben wir sowieso, aber diese... Wir haben auch eine Differenzierung nach Altersgruppen. Es sind alle Altersgruppen dabei. Und was mir ganz besonders wehtut, ist, dass wir nach 2 Jahren die Supplementation unserer Kinder absetzen. Wir haben ja im letzten Jahrhundert gelernt, dass Vitamin D die Rachitis verhindert. Und wir haben die Rachitis auch ausgerottet durch Vitamin D-Supplementation. Aber nach 2 Jahren heißt es aus welchen Gründen auch immer, wir brauchen kein Vitamin D mehr. Und dann fallen die Werte glatsch ab. Und die Kinder sind alle haarscharf im Mittelwert an der Kante von 20. Das heißt, die Hälfte ist weit drunter. Und diese Kinder bekommen dann natürlich auch schwere Erkrankungen, weil das Vitamin D nicht da ist. Also ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Risikogruppen oder Altersgruppen, die eigentlich nicht zur Risikogruppe gehören, nicht plötzlich in die Risikogruppe zu schieben, indem man eben auch darauf achtet, selbst wenn dann immer Probleme mit der Haut oder mit der Schleimhaut auch auftreten, dass oder selbst mit der Hirnplastizität, dass auch so Dinge wie Vitamin A oder eben auch essentielle Fettsäuren oder auch vernünftige Darmflora, also sprich Faserstoffe, sind ja notwendig, um auch das Immunsystem des Darms zu schulen, das sekretorische Immunglobulin A auch dort zu schulen, diesen Kindern, die ja noch nicht für sich selber entscheiden können, nahezubringen und den Mäkelhannes mit viel Fantasie und Einbindung vielleicht in die Ernährungszubereitung oder so mit an den Tisch zu holen und zu sagen, komm, wir machen das gemeinsam und jetzt machen wir mal etwas, weil was man selbst gebaut hat, das will man ja auch mal probieren. Ja, also der Fakt ist einfach, ein Drittel der Bevölkerung ist, und bitte glauben Sie nicht, dass Sie ausgerechnet keinen Mangel haben. Wenn Sie es nicht glauben, lassen Sie es messen. Wir können es ja messen und dann ist keine Diskussion mehr da, sondern sehen Sie, wo Sie stehen. Okay, ich denke, damit haben wir Vitamin D erstmal soweit durch. Ja,
Ja. Wichtig ist auch eins vielleicht noch, wenn Sie zur Impfung gehen. Das ist ja das, was momentan als Boosterimpfung wirklich durch alle Gassen geht und wo jeder sozusagen seine Termine schon holt und auch guckt, dass er das wie ein Sportabzeichen dann auch wirklich in seinem Impfpass drin hat. Ohne Vitamin D würde eine Impfung keine T-Zell-Immunität ausprägen. Und die T-Zell-Immunität ist die Immunität, die erkennt, dass in ihrer Zelle sich ein Virus vermehrt. Und dann wird diese Zelle mit dem darin enthaltenen Viren abgetötet, bevor diese Viren rauskommen. Und das ist die wichtigste Immunität, die wir brauchen, viel wichtiger als die neutralisierenden Antikörper, denn die brauchen wir nicht, wenn wir eine gute T-Zell-Immunität haben. Und das ist auch nochmal ein Grundverständnis, was ich Ihnen als, sagen wir mal, externe Impfaufklärung und Impfberatung mit auf den Weg geben möchte. Es ist notwendig, um einen guten Effekt zu erzielen, dass die Mikronährstoffe, gehören noch ein paar andere dazu, aber vor allen Dingen auch das Vitamin D wenigstens den Schwellenwert überschreiten. Wir haben überlegt, dass wir heute vielleicht versuchen sollten, etwas den Graben nicht noch tiefer auszuheben, der sich durch die Nation zieht, sondern vielleicht etwas hineinschaufeln, um ihn auszugleichen. Denn wir brauchen bei so einer Herausforderung brauchen wir Solidarität. Und Sie hatten einige Ideen und ich würde sagen, schlagen wir mal vor oder schauen wir mal einzelne Punkte an, wo es denn möglich ist, durchaus untereinander wieder sich solidarisch zu erklären. Ja, also Solidarität heißt ja, dass man ein gemeinsames Ziel hat, dass man also unabdingbar, heißt es eigentlich in der direkten Definition, dem folgt. Und das ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Aber unbedingt ist natürlich immer so eine Sache, ist jedes Mittel recht? Und wie komme ich dahin? Und wir haben ja eine Werte Gemeinschaft eigentlich, und das ist ja auch schriftlich festgehalten, wo wir uns auf bestimmte Sichtweisen auch geeinigt haben. Und es bedeutet eben, dass wir das, also bei dieser Solidarität, der wir ja nun gemeinsam nachstreben, nicht außer Acht lassen. Und man erlebt eben ganz häufig, dass wir eine Spaltung bekommen und dass die sogenannte Verhältnismäßigkeit, also welches Mittel würde zum Ziel führen? Gibt es nur einen Weg oder gibt es auch mehrere Ansatzpunkte dabei auch berücksichtigt werden? Um sozusagen diese Solidarität oder diese Möglichkeit der Mittel auch zu nutzen, ist es natürlich notwendig, dass man nicht irgendwelchen Parolen folgt, die ja gerne einfach verstanden, so ich habe jetzt, bin jetzt zweimal geimpft oder dreimal, ich habe jetzt meinen Part dazu erbracht. Und jetzt möchte ich aber auch gerne weiterleben, der Rest interessiert mich nicht. Das ist die sicherlich nicht dahinter von denen, die jetzt die Impfung proklamieren, vorgestellte Version. Sondern das Entscheidende ist ja herauszufinden, auch wenn ich geimpft bin, wo bin ich denn möglicherweise einem Risiko für die Gesellschaft oder stelle ich eins dar? Und da ist es ja mittlerweile auch auf dem Robert-Koch-Institut, der seiner Homepage beschrieben, dass sie eben mit der Impfung keine Einschränkung oder keine eindeutige Aussage mehr hinsichtlich der Weiterverbreitung des Virus machen wollen. Und es wird ja immer wieder in den Medien gesagt, der Geimpfte verbreitet es weniger. Und da gibt es ja Studien, die zeigen, dass bei den Geimpften und bei den Ungeimpften die PCR nachgewiesenen Virusmengen auf der Schleimhaut identisch sind. Und diese Studie ist auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts verlinkt, also kann man sich angucken. Es ist aber auch bekannt, dass die, die genesen sind, 27 Mal weniger verbreiten. Insofern ist das natürlich das gemeinsame Ziel aller, weil wir werden alle irgendwann mal infiziert gewesen sein müssen, denn nur so können wir diese Immunität aufbauen. So, jetzt ist es aber so, dass wenn man dem Volk auf den Mund schaut und ich kriege ja häufiger mal irgendwelche Kommentare in meinen Videos oder ich bekomme auch schon mal E-Mails, wo Leute mir etwas schreiben, wo ich dann frage, wie kommen die zu dieser Sichtweise? Weil sie offensichtlich mit einer Teilwahrheit zu einer falschen Sichtweise gekommen sind. Und in einem Bereich stand zum Beispiel, meine Frau ist geimpft, ist jetzt auf Intensivstation und sie hat sich bei einem Ungeimpften angesteckt. Also wenn eine Impfung den schweren Verlauf abmildert, dann kann ein Ungeimpfter, der eine gleiche Menge an Viren mitbringt wie die 2G nicht getesteten, im gleichen Raum arbeiteten ohne Maske,
nicht sich davon unterscheiden. Das heißt, dieser Person diese Schuld zuzuweisen und damit sozusagen zu brandmarken, ist eine ganz gefährliche, finde ich, Interpretation der Sache, die der wissenschaftlichen Lage nicht gerecht wird. Sondern hier wäre es wichtig, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, dass auch die Geimpften darauf achten, dass die Impfung auch zu einem Impfschutz und zu einer Impfantwort wirklich führen kann. Die eine Sichtweise, die dazugehört in die Eigenverantwortung. Und die zweite Sichtweise ist, dass wir im Grunde genommen die Hygieneregeln beachten, dass wir die Abstände einhalten, dass wir die FFP2-Masken tragen, die ja 94% Schutz haben, dass wir, wenn wir Angst haben, uns vermehrt anzustecken, auch sowas wie Karagellose-Nasensprays vielleicht auch noch nutzen können. Und dass wir, was ja jetzt in Arztpraxen im Moment Pflicht ist, also auch meine geimpften Mitarbeiter testen sich genauso wie Ungeimpfte. Das ist bei uns auch kein Grund, das zu fragen, sondern es geht darum, alle hier sind getestet und kommen sozusagen mit einem negativen Testergebnis zur Arbeit und wir tragen den ganzen Tag FFP2-Maske. Das bedeutet, dass man wirklich hier einen Schutz hat gegenüber den Mitarbeitern, mit denen man diese 8 bis 10 Stunden zusammen ist. Und auch gegenüber den Patienten, die wir natürlich behandeln, aber nicht vorher auf getestet testen, sondern einfach behandeln. Aber auch die müssen alle eine FFP2-Maske tragen. Und wir lüften und wir haben die Desinfektionen und nutzen so ein, sagen wir mal, Miteinander, eine Sozialgefüge, wo wir auch Kontakte haben, die ja wichtig sind, um auch als Gesellschaft dazustehen. Und auf der anderen Seite das Infektrisiko so gering wie möglich halten. Und wenn ich mich jetzt ohne Maske treffe, was ja in den Familien ist, ein ganz großer Punkt der Infektverbreitung ist ja die Familie, wie es sich zeigt. Wir hatten ja diese Studien, die mit der Disco gelaufen sind in Münster, wo da 380 junge Männer waren oder Menschen waren, von denen 85 am nächsten Tag PCR-positiv waren und keiner hat gegen die 2G-Regeln verstoßen. Alles war richtig gemacht worden. Da sieht man, die werden wahrscheinlich auch nicht alle schwer krank geworden sein. Aber da sieht man, wie diese Menschen dann eben das Virus in die Familie auch tragen und dort eben sich nicht testen. Und daher wäre es eine Option, dass man sich eben, bevor man irgendwo hingeht, wo man keine Maske trägt, sich testet. Und wenn das positiv ist, bleibt man halt weg. Und wenn man nach Hause kommt am nächsten Tag, bevor man sich wieder an den Frühstückstisch setzt, testet man sich mal, ob man was drauf hat, damit man nicht plötzlich in der Familie die Sachen verbreitet. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der vom Verständnis wichtig ist, damit jeder für sich sieht, wo er geimpft oder nicht geimpft steht und wo er eben auch in der Lifestyle-Führung und in der Versorgung mit Vitalstoffen jenseits der reinen Impfung etwas für sich und die Gesellschaft tun kann. Also ich denke, das wäre auch insofern gut, weil es zu der uralten Tradition in der Medizin zurückkehrt, dass man die Kranken isoliert, in die Quarantäne tut und nicht die Gesunden. Was hier am Anfang ja katastrophale Folgen hatte, Millionen von Leuten, die gesund waren, die Quarantäne zu schicken. Ja. Also das ist ja ein Punkt, den selbst Herr Drosten anspricht in dem Covid-Corona-Update auf NDR, ich glaube vom 3.9., das ist ein fast zweistündiges Gespräch, wo er eben unter anderem auch davon spricht, dass wenn denn ein gewisser Impfschutz besteht, die Leute sich sehr wohl auch anstecken sollen. Und er will auch gar nicht von allen wissen, ob die eine Inzidenz haben oder nicht. Das ist ja heute auch so. Es werden ja nur die gemessen, die sozusagen auch Symptome haben. Und erst dann gelten sie auch als ein Impfdurchbruch. Und die anderen, die das auch haben und verbreiten, werden nicht getestet und werden auch nicht als solcher gezählt. Aber die haben natürlich die große Chance, dass sie durch den natürlichen Weg, den das Virus zum Körper hat, über die Schleimhaut eine sehr gute, adäquate Immunantwort bilden können, wie wir sie mit keiner Impfung erzielen würden. Bedeutet aber, so ein Spiel funktioniert auch nur dann, wenn ich die Grundvoraussetzung dafür, dass das Immunsystem funktionieren kann, geschaffen habe. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass wir uns darüber klar werden. Die Impfung ist eine tolle Geschichte, eine tolle Errungenschaft, aber sie ist nicht alles. Sie gehört oder sie ist eine Hilfe für einen Körper in einer Situation, wo er unter Umständen mit etwas nicht so gut klarkommt, alleine klarkommt. Aber umgekehrt hat der Körper ein Riesenpotenzial, das die Natur ihm in der Evolution mitgegeben hat. Denn noch einmal, die Viren waren die ersten auf dieser Welt. Ja, wir sind mit den Viren
geworden. Wir leben mit den Viren zusammen. Wir sind sogar abhängig von den Viren in unserem Bauchraum, dass wir die Nahrung aufspalten. Also ist es nicht gut, wenn man, wie der Bundespräsident sagt, diese katastrophalen Viren, sie bringen uns um, sie sind Mörder. Nein, sie sind Lebewesen, die an ihrem Leben interessiert sind, aber mit uns zusammenleben können, wenn wir umgekehrt als Milieu des Virus entsprechend mitspielen. Wenn das Virus sich ausbreiten kann nach Belieben, weil der Körper nicht sagt, bis hierher und nicht weiter, dann haben wir die schweren Folgen. Wenn wir aber den Körper fit halten, dann sagt er, okay, Virus, bis hierher und nicht weiter. Also das ist die eine Geschichte. Und das Zweite ist... Aber das wäre ja sozusagen, um das nochmal als kurzen Reminder zu haben, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Das haben ja nicht wir uns ausgedacht. Und das ist ja etwas, was man nicht nur beim Menschen kennt, was wir ja auch in der Bauphysiologie kennen. Hat man zum Beispiel einen feuchten Keller, dann kommt eben Schimmel rein. Hat man dort ein basisches Milieu, also mit Kalk gearbeitet, hat der Schimmel es extrem schwer. Und wenn wir sozusagen mit unserem Körper so umgehen, wie er es von uns eigentlich erwartet, dann ist natürlich auch die Chance, dass ein Krankheitserreger sich übermäßig ausbreitet. Wir sehen ja in der Stuhlanalyse häufig auch mal Überwucherung einzelner Spezies. Und das können Sie ja nur, weil Ihnen sozusagen die Konkurrenz, also sozusagen die Kolonisationsresistenz der Stammflora sozusagen diesen Platz frei macht, nach dem Motto weggegangen, Platz vergangen. Auch das muss man überlegen, wenn man sich täglich mit Desinfektionsmitteln duscht. Auch da sind sicherlich Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite, was Sie ansprechen, ist ja 200 Jahre her. Ja, das war damals unser guter Pasteur, der auch eine tolle Position hatte in der Medizin. Und der hat eben gesagt, kaputt machen, plattschlagen, das böse Virus. Ne? Das hat sich so lange immer noch gehalten. Also da wird es Zeit, wo ich darauf raus wollte. Die zweite Sache ist die, wir haben inzwischen ja vieles, vieles gelernt und lernen auch immer noch. Es laufen Studien, Gott sei Dank, viele Forschungsarbeiten. Und da kommen neue Aspekte raus. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Das heißt, es muss wieder eine wissenschaftliche Diskussion geben. Und das war das, was wir mit dem Graben angesprochen haben. Es kann nicht sein, dass wir meinen, einer wäre im Besitz der absoluten Wahrheit und alles andere wäre gestunken und gelogen. Ja, sondern wir müssen wieder diskutieren, denn das, was heute als Wahrheit anerkannt ist, ist der Irrtum von morgen. Die Geschichte ist voll von solchen Irrtümern. Also von daher die Bitte, dass wir wirklich die Dinge wieder miteinander diskutieren, auf solidem Boden und auf diese Weise Probleme lösen, die man eventuell sonst nicht gelöst bekommt. Gut, dann würde ich sagen, soll es für heute wirklich reichen. Ich denke, es wird uns nicht schwerfallen, beim nächsten Mal wieder reichlich Gesprächsstoff gefunden zu haben. Vielen Dank. Danke. Tschüss.